Hi Leute, heute ist mal genau einer dieser Tage, wo ich sehr, sehr froh bin, einen YouTube-Kanal als Ventil zu haben, um meine Gedanken mit euch da draußen zu teilen. Wer sich nun auf meinem Kanal schon das ein oder andere Video angesehen hat, der weiß wahrlich, dass ich kein Fan dieser sogenannten GZ-Sender bin. Warum bin ich das nicht? Wie gesagt, eine Neutralität kann ich persönlich nicht mehr erkennen. Des Weiteren werden besonders ältere Herrschaften beleidigt und denunziert, angefangen von Umweltsau und mehrere weitere Themen. Dazu muss auch noch gesagt werden, die ganzen Skandale um diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, genauso wie diese horrenden Gehälter, das ist einfach mittlerweile meines Erachtens nicht mehr tragbar. Was nun ein sogenannter Kabarettist auf Dreisat von sich gegeben hat, das ist nicht mal mehr beschämend, das ist einfach nur ekelhaft. Ihr GZ-Sender da draußen, wenn ihr solchen Menschen eine Plattform gebt, Schande über euch, Schande über euch, Schande über euch. Mehr kann ich überhaupt nicht sagen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass genau diese Thematik hohe Wellen schlägt und dass euer Hauptpublikum es endlich, sag ich mal, sieht, dass ihr dementsprechend die Feinde seid und nicht die Freunde. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Heute mal ein bisschen emotionaleres Video von mir, weil ich muss immer eines sagen: Alles, was ich bin, alles, was ich kann, das habe ich von älteren Herrschaften gelernt. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank an euch da draußen. Des Weiteren, besonders auch die über 70-Jährigen, genau diesen Menschen haben wir es zu verdanken, dass es uns hier in diesem Land so gut geht, dass wir in weitestgehend Wohlstand leben können. Und an dieser Stelle nochmals da draußen: Wer über ältere Herrschaften herzieht, diese denunziert, auch wenn es nur unter dem Deckmantel des Sarkasmus oder des Humors geschieht, der legt sich hier mit mir mit dem Richtigen an, weil das werde ich jetzt nicht und auch nicht in Zukunft jemals zulassen. So Leute, was ist denn eigentlich passiert? Was hat diesen ganzen Stein denn ins Rollen gebracht, warum ich mich persönlich auch innerlich so aufrege? Und das hier im Bild ist eben genau dieser Kabarettist Moritz Neumeier. Und wie gesagt, was der eben von sich gegeben hat, das ist einfach nur noch ekelhaft. Eine viel schlimmere Aussage habe ich bislang eigentlich noch nicht gehört. Eklat auf Dreisat. Comedian, statt abzuschieben, alle über 70 töten. Machen wir erstmal weiter hier. Unfassbar Eklat auf den öffentlich-rechtlichen Sender Dreisat, an dem der ORF 25% hält. Wusste ich übrigens auch nicht, ihr da draußen? In der besten Sendezeit um 20:15 Uhr durfte der deutsche Kabarettist Moritz Neumeier über die aktuelle Asylpolitik sprechen und dabei menschenverachtende Gags verbreiten. Und jetzt kommt's, Leute. Und wie gesagt, ich habe selten so etwas Ekelhaftes gehört oder gelesen oder wie auch immer. Wir werden auf jedes einzelne Wort hier genau drauf eingehen, was er denn wirklich aussagen wollte, weil für mich persönlich hat es mit Sarkasmus oder Humor gar nichts mehr zu tun. Ich bitte euch an dieser Stelle auch nochmals zu beachten, dass das Ganze natürlich unter dem Deckmantel der Asylpolitik steckt. Ich lese es einmal hier in der Gänze durch und danach gehen wir noch näher darauf ein. Wenn man sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen das Geld der Krankenkassen, die Warteliste der Ärzte völlig überdurchschnittlich strapazieren und was dagegen tun möchtest, dann musst du ja nicht mehr Menschen schneller abschieben, sondern Deutsche über 70, dass du die einfach tötest. So der 35-jährige Kabarettist. Herr Moritz Neumeier bezieht sich hierauf natürlich auf die unbegrenzte Massenzuwanderung seit 2015. Er drückt das Ganze halt nur ein bisschen anders aus und bezeichnet das Ganze als kleine Gruppe von Menschen. Herr Neumeier, wissen Sie denn überhaupt, wie viele Millionen von Menschen seit 2015 in unsere Sozialsysteme eingewandert sind? Und Sie bezeichnen das Ganze als kleine Gruppe? Aber auf der anderen Seite denunzieren Sie über 70-Jährige, die ihr Lebtag hier in Deutschland gearbeitet haben und Steuern zahlen. Also das haben die Zuwanderer bislang noch nicht geschafft. Aber in Herrn Neumeyers Fantasiewelt haben natürlich die älteren Herrschaften ihren Zweck erfüllt und die können natürlich jetzt mal schnell weg. Ganz ehrlich, was ist das für eine Einstellung? Was haben Sie für eine Erziehung genossen? Ganz ehrlich, das ist doch einfach nur komplett krank. Nicht mehr und nicht weniger. Geh mal auf die ein oder andere Twitter-Geschichte hier ein und auch dementsprechend die Kommentare hier. Denkt immer daran, 18,36 € monatlich zahlen wir für diesen Rotz. Machen wir hier noch weiter. Wie gesagt, ich habe mir das Video auch angeschaut. Ihr könnt das auch machen. Wir gehen auch nochmal gleich direkt auf Twitter drauf. Da gebe ich euch noch auch einen Tipp, wie ihr am besten danach suchen könnt. Es stellen sich einem die Nackenhaare auf, einfach wie so ein Mensch eine Plattform bekommt und so über ältere Herrschaften hetzen darf.
Was ich nun persönlich als besonders dramatisch empfinde, das lesen wir hier noch. Der Applaus im Publikum darüber war sehr verhalten. Nur ganz wenige haben über den geschmacklosen Gag gelacht. Aber wie gesagt, wenn ihr euch das Video anschaut, es haben Leute darüber gelacht. Also das sind genau solche Geisteskinder, genau wie dieser Neumeier. Und ganz, ganz ehrlich, wer über solche Witze so einen Humor hat und diesen Sarkasmus irgendwie in einem kranken Gehirn versteht, der ist für mich persönlich kein Mensch. Ganz einfach. Gehen wir noch auf den einen hier ein. Mehr abschieden. Nein, lieber Deutsche über 70 töten. Blühende Nachwuchskomiker Moritz Neumeier bei Till Reiners Happy Hour auf öffentlich-rechtlicher Bühne. Zumindest hat das dann auch Dreisat keine Zuschauer mehr. Entdeckt vom Blablabla. Ja, wie gesagt, sie denunzieren eigentlich ihr Hauptpublikum, ihre Zielgruppe. Ganz ehrlich, ich frage mich, wann die älteren Herrschaften da draußen endlich mal aufwachen, um es einfach zu verstehen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einfach sie als Hauptfeind auserkoren haben, weil sie sind einfach alt und alte Menschen in unserer Gesellschaft, die können ja weg. Oder doch nicht? Wie versprochen bin ich jetzt ganz normal kurz auf Twitter rübergegangen und hier braucht ihr einfach nur in der Suchmaske eingeben, Deutsch über 70, dann könnt ihr euch das Video ansehen. Konntet ihr natürlich auch schon im Artikel, aber hier sind natürlich um einiges mehr zahlreiche Beiträge dazu und die meisten, die hier geantwortet haben, eben auf diese Beiträge, es ist absolut vernichtend genau für diesen Neumeier und ich hoffe einfach nur, dass der komplett gecancelt wird. Aber ihr da draußen kennt mich, zumindest diejenigen, die schon ab und zu auf meinem Kanal gewesen sind. Wenn ich über jemanden berichte, schaue ich ihn mir auch etwas genauer an. Und dieser Moritz Neumeier ist 35 Jahre alt und seines Zeichens anscheinend irgendwie ein Stand-up-Comedian. Ich kenne diesen Herren nicht, sage ich es mal. Ich habe mir noch nie etwas von ihm angeschaut. Könnt ihr mir ja drunten reinschreiben, ob ihr schon was von diesem Herren gesehen habt. Ich nicht, aber gut, ich sehe auch keine öffentlichen, rechtlichen Fernsehsender. Gehen wir aber noch ja genauer auf diesen Herren ein. Nun ja, optisch nicht wahrlich ein Alpha-Rüde, Schrägstrich Männchen, eher so einer der neuen deutschen Männer, die wahrscheinlich dann, wenn es hart auf hart kommt, eher dementsprechend seinen Freund oder seine Freundin vorschiebt. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und wie gesagt, machen wir hier erstmal weiter. Und hier auch schon in der Mitte seiner Homepage kommt auch schon sein Shop. Und wie gesagt, das sieht man gleich vom Anfang an, sage ich jetzt mal, wie dieserjenige drauf ist, sage ich jetzt mal, und wie der politisch tickt. Und nochmals, Leute, dieser Mann ist 35 Jahre alt und dann seht ihr solche Kindergartenartikel in seinem Shop. Hier, die Socken. Das ist links, beim linken Socken, beim rechten Socken. Das ist nicht rechts, das ist auch links. Also ganz ehrlich, was stimmt mit dem nicht? Und hier auf seinem tollen Hoodie oder Shirt. Das ist nicht links, das ist logisch. Also ganz ehrlich, also schlimmer geht nimmer. Also, wie gesagt, was ist das für ein Typ? Wie gesagt, wie könnt ihr so einem Mensch eine Plattform geben? Ich möchte gar nicht wissen, was der noch für Verbindungen sei mal hintenrum hat. Gehen wir aber jetzt nochmal auf seine Person kurz ein, nur ganz kurz, damit ihr auch wisst, einmal, mit wem es hier zu tun hat. Und Leute, das hier ist nochmal der absolute Hammer. Wie selbstverliebt kann man sein? Laut politisch sensibel über Moritz Neumeier. Er springt von abstrusesten Fantasien zu der harten Realität. Also über 70-Jährige zu töten, verpackt seinen Alltag mit unverfälschter und derber Sprache und doch merkt man die tiefe Emotionalität in jedem seiner Auftritte. Das habe ich gerade auch richtig gefühlt. Er selbst bleibt bescheiden, stellt sich nie in den Mittelpunkt, denn dieser Platz gehört einzig und allein seiner ungebrochenen Ehrlichkeit. Also ganz ehrlich, wenn er sich nicht in den Mittelpunkt stellen möchte, dann ist er doch als Stand-Up-Comedian falsch. Doch weiter hier. Er spricht offen über seine Depressionen, seine Gedanken und Sorgen und trotzdem muss man die ganze Zeit lachen. Ganz ehrlich, ich rate Ihnen eher an, einen guten Therapeuten aufzusuchen und vielleicht das mit der Stand-Up-Comedy in Zukunft zu lassen. Tja, Leute, mein Fazit für heute. Und wie gesagt, das Ganze hat mich wirklich ziemlich berührt. Ich finde es einfach nur noch unmöglich, einfach nur noch ekelhaft. Und deshalb, Leute, heute schon abgezockt. GEZ abschaffen, sofort. Und mich würde es sehr, sehr freuen, wenn viele ältere Herrschaften da draußen, die sich genau vielleicht diesen Müll angesehen haben, in Zukunft auch sagen würden, nein, das möchte ich nicht mehr mitmachen. Wie gesagt, wir zahlen ordentlich unsere Gebühren und dann werden wir hier abgrundtief beleidigt. Deshalb, und an dieser Stelle nochmal eines, die einzige Partei, die sich mittlerweile dafür ausgesprochen hat, diese GZ-Zwangssender abzuschaffen, ist die AfD. Denkt mal in Zukunft drüber nach. So Leute, an dieser Stelle seid wie immer ihr da draußen gefragt, ist das Ganze wirklich noch Sarkasmus, wirklich noch Humor oder ist dieser Herr
deutlich über das Ziel hinausgeschossen, so wie ich es persönlich empfunden habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare unten rein. Vergesst mir nicht das Abo, nicht das Like. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.